Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei The Suffering, wo Turk schon wieder sein Familienfoto auf den Boden schmeißt und ich eben technikbedingt eine Entscheidung treffen musste. Und zwar ist es tatsächlich so, dass diese Verzögerung, die wird immer länger, also irgendwas stimmt mit der Signalübertragung nicht hier, das bedeutet, dass das alles sehr schnell asynchron wird und das bedeutet, dass ich für jede Folge eine neue Aufnahme starte. Was wiederum bedeutet, dass ich für The Suffering, anders als vorher angekündigt, eben doch zu jeder Folge eine An- und Nachmoderation habe, weil ich jetzt halt doch auf die Zeit achten muss, damit das hier so halbwegs synchron bleibt. Ja, das ist halt PS2. Ich hoffe, das klappt einem ungefähr so, wie ich mir das auch vorstelle jetzt. So, und wir wagen uns weiter in die Dunkelheit. Ich check noch mal kurz die Karte. Da ist der Elektroraum, okay. Das ist nur dieser eine Raum. Macht sowas nicht. Macht sowas nicht. Wir spielen übrigens wieder auf normal. Ne, also wie es ja unser Standard ist. Hallo? Hallo? Alter, dynamische Schatten, seht ihr das? Das ist ja geil. Der ist putt. Und der ist ganz schön... Uah! Alter! Macht das nicht! Die Steuerung, die macht mich fertig hier. Können wir den bitte... Es gibt einen First-Person-Modus, das wusste ich noch gar nicht. Ich will den Kopf abschlagen. Denn ich meine mich zu erinnern, schlechter heißen die Viecher übrigens. Ich meine mich zu erinnern, dass es... Komme ich jetzt hier wieder raus? Wie war das? Okay. Ja, cool. Eigentlich sehr cool. Können wir es auch als Ego-Shooter spielen hier? Das ist... Irgendwie ist das cool. Ich glaube, das probiere ich einfach mal ein bisschen aus. Das habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Suffering als Ego. Habe ich nie gemacht. Mir ist nämlich so, ich meine mich zu erinnern, dass diese schlechter, oder zumindest später wird es so sein, dass die von den Toten wieder auferstehen, wenn wir ihnen nicht den Kopf abschlagen. Und das kann natürlich sehr böse werden. So, nebenbei gucken wir mal in die Archive, weil wir haben ja jetzt die Seite für die schlechter gekriegt und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Diese Seiten enthalten meine Beobachtungen der bizarren Kreaturen, die seit der Katastrophe auf Carnet Island erschienen sind. Die Kreaturen tauchen auf verschiedene Art und Weise auf, aber viele von ihnen kommen aus der Insel selbst, als wenn die Erde von Carnet giftig und bösartig wäre. Auch wenn ich eigentlich kaum Zeit habe, so ein Tagebuch wie dieses hier zu führen, während ich zu überleben versuche, zwingt mich meine Neugierde dazu, meine Beobachtungen und Eindrücke schriftlich festzuhalten, in der Hoffnung, besser zu verstehen, was hier vor sich geht. Aber wie kann man diesen unglaublichen Horror auch nur annähernd verstehen? Es ist, als würden die abscheulichen Sünden aus der Vergangenheit und der Gegenwart Carnets in einem Schauspiel des Todes zum Leben erweckt. Schlechter. Ich habe diese Kreaturen zum ersten Mal gesehen, als sie aus der Erde selbst hervorkamen. Ihre Köpfe sind vom Rumpf abgetrennt und werden von gruseligen Apparaten oben gehalten. Anstelle von Extremitäten haben sie extrem scharfe Klingen aus Stahl. In meinen Augen scheinen sie ein Beleg für Enthauptungen zu sein, obwohl es unwahrscheinlich scheint, dass in Abbott irgendjemandem einmal der Kopf abgetrennt wurde. Es hat den Anschein, als sei auf Carnet alles möglich. Ich nenne diese Monstrositäten schlechter. Ja, denn... was sehr cool ist bei The Suffering... jedes einzelne der Monster ist einer Art der Hinrichtung oder einer Todesart nachempfunden. Stirb, du mieses Schwein! Ich hab die Schnauze voll von euch gestern!
Hi. Beweg dich nicht oder ich mach dich fertig, kapiert? Hast du mich verstanden, Häftling? Ja, klar und deutlich. Ich spiel meine Chance. Töte. Ist unsere erste moralische Entscheidung jetzt. Scheiß auf die Vorschriften, alles ist im Arsch. Im Moment wäre mir so ein beschissener Mörder aus dem Todestrakt lieber als diese Monster hier. Wir haben eine bessere Chance zu überleben, wenn wir zusammenbleiben. Aber du tust genau, was ich dir sage, sonst reiß ich dir den Arsch auf, klar? Beruhig dich, Tom. Scheiß auf. Verliere jetzt nicht die Kontrolle. Scheint, als blieben diese Bastarde lieber im Dunkeln. Hol mal die Taschenlampe aus dem Raum am Ende des Flurs und keine Mätzchen, sonst blass ich dir das Hirn weg. Komprende? Ja, das ist jetzt quasi unsere erste moralische Entscheidung in diesem Spiel. Wir können den Kerl jetzt entweder töten, dann... Bei dem Erdbeben sind die meisten Lampen zerstört worden. Man braucht eine Taschenlampe, um was zu erkennen. Dann würden wir zwar seine Hilfe verlieren, aber hätten dann natürlich seine Waffe. Oder wir können mit ihm zusammenarbeiten. Soll ich dir vielleicht eine Einladung schicken? Beweg dich! Ja, ist ja gut am Ende des Ganges. Gut, hier drin? Oh, hier, der hat mächtig aufgeräumt. Nun mach schon, los! Wir brauchen die Taschenlampe aus dem Raum am Ende des Flurs. Ja, ich will mich hier nur kurz umsehen. Ist schon ein bisschen ungewohnt, das aus Ego-Perspektive zu spielen hier. Ach du Scheiße. Kommst du mit? Natürlich kommt er nicht mit. Ja, ist ja gut. Ja, ich werde erstmal für eine Weile hier auf Ego-Modus bleiben. Wenn ich merke, dass das irgendwie nicht funktioniert oder dass das Spiel vielleicht nicht darauf ausgelegt ist oder sonst was, dann werde ich natürlich wieder umschalten. Vor allem, weil uns ja jetzt diese ganzen schönen Animationen entgehen, wie er die Tür auftritt und sowas. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass dieser Ego-Modus im Spiel ist. Ist das vielleicht eine Sonderfunktion der PS2-Version? Wir gehen gleich wieder in die Ego-Sicht. Ich weiß nicht, ob die Animation abgespielt wird. Ich finde es so eigentlich auch stilvoller. So, Taschenlampe aus. Erstmal. Wir versuchen es jetzt trotzdem mal so. Taschenlampe an. Okay, die hängen. Okay, du hast eine Taschenlampe. Wir müssen die Treppe runter, um aus diesem Scheißloch rauszukommen. Und komm hier bloß nicht in die Quere. Wenn ich noch mehr von den Wichsern abballern muss, werde ich nicht auf dich achten, klar? Ja, klar ist klar. So, aber wir können mit der Taschenlampe nicht zielen. Also der hat die sonst wo hängen, wahrscheinlich am Gürtel oder sowas. Damit er die Hände frei hat. Kann ich mir gut vorstellen. Wir nehmen die Munition mit, wir gucken kurz. Wir müssen die Treppe runter und raus. Setz deinen Arsch in Bewegung. Ich komm ja schon. Wo bist du? Da bist du. Ah, Feinde! Oh. Verdammt, da unten sind noch mehr von den Dingern. Wow. Komm hier nicht in die Quere. Das war der letzte von ihnen. Du hast dich gut geschlagen für einen Häftling. Canade Island hat eine verrückte Geschichte. Und Abbott ist ein verdammter Scheißknast. Und eins sage ich dir. Wir halten uns lieber von dem verdammten Keller fern. Wenn es hier schon schlimm ist, ist dort unten erst recht die Hölle los. Ich habe immer das Gute in dir gesehen. Hilfe! Hört denn das nie auf? Mist. Ich Was kann zum nicht Teufel mehr. War das? Ich geh nachsehen. Rühr dich nicht vom Fleck. Nee, ich will die Szene nicht verpassen. Wo ist er? Kann nicht mehr. Ja, da ist er, Putsch. Ja, was ist da passiert? Ich schalte mal wieder auf so um. Das klappt doch irgendwie besser. Werden wir gleich erfahren. Und ich schalte die Taschenlampe wieder ein. Man sieht ja echt gar nichts. Hier hinten geht's wahrscheinlich nicht weiter. Doch, da geht's rein. Was ist denn das dann für ein Ort? Man merkt immer die Stellen ganz gut, wo dann ein solcher Nebencharakter wie diese Wache eben uns wieder verlässt, weil das sind dann die Stellen, wo wir Karma-Punkte kriegen für gutes Karma.
Wie eben an der Stelle auch. In dem Moment, wo es dann hieß, ja, ich wusste, bin stolz auf dich, bla und blub, haben wir gutes Karma gekriegt. Und das war auch, ist auch so ein Moment, wo uns dann klar sein sollte, ja, okay. Das heißt, der Kerl verabschiedet sich jetzt. Krankenstation, okay. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Können wir Licht anmachen? Nee, das Licht ist schon an. Ich habe mir immer ihre Leichen angeschaut, wenn ich fertig war. Was war das? Kann mich jemand hören? Hier Hawks nochmal. Ich habe versucht, die Funkstation zu erreichen, aber es gibt so viele von diesen Dingern. Sie sehen aus wie abgefuckte Monster auf Stelzen. Hat schon jemand Hilfe angefordert? Man muss das Militär holen, um diesen Saustall aufzuräumen. Was ist das da? Oh, verdammt! Können wir eigentlich auch funken? Ich habe noch eine Taschenlampe gekriegt. Ja, 9 Xomnium-Flaschen sind Maximum. Wir sollten aber vielleicht merken, dass hier halt noch welche sind. Ja, ich könnte euch jetzt sagen, was das für ein Kerl war, der hier eben stand und mit uns geredet hat. Aber das werden wir sowieso noch erfahren. Und ich will ja jetzt nicht vorgreifen. So, wir holen uns erstmal die Pistole hier. ...78 Schuss, jetzt können wir uns besser wehren. Ja, was das hier für Kraftfelder sind vor diesen, ...Sicherungen oder Generatoren oder was auch immer, ...das werde ich an dieser Stelle jetzt auch noch nicht verraten, das wird später relevant. Jetzt wollen wir da erstmal durch. Machen wir das Licht aus. Mit der Klinge kommen wir da nicht durch. Schiete mit dem Revolver auch nicht. Ah, hier ist noch eine. Nee, ist nicht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Kann ich mich da draufsetzen? Nee. Ja, hier passiert nichts. Okay. Passiert hier draußen was? Wo muss ich denn hin? Bin ich gerade verwirrt. See America, ja. Die Lichter lassen wir mal an. Warum auch nicht? Nein, wir müssen ja nicht wieder hoch. Das ist ja Blödsinn. Scheiße. Ich meine, wir müssen jetzt hier durch. Strom an. Ja, hier ist natürlich der elektrische Stuhl, ne? Und da dann natürlich die Kammer, wo die Leute der Hinrichtung zuschauen. Dies funktioniert schon mal nicht. Wird hier gerade irgendwas nicht getriggert? Oder übersehe ich irgendwas Offensichtliches? Ich guck mal auf die Karte. Da kommen wir da irgendwie hin. In diesen Besucherbereich. Ja klar. Indem wir hier das kaputt schlagen. Kann man das denn kaputt schlagen? Ich habe es ja eben schon versucht. Und auf einmal geht's. Ach, leckt mich doch am. Gut. Wir machen Licht und gehen weiter. Telefon. Mami, bist du's? Hallo, Ma, ich bin's. Ja, Sie haben gesagt, ich kann so lange reden. Das war Zufall, ich schwör's. Nein, es ist schon in Ordnung. Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht, dass du kommst. Es ist besser so, Ma. Hey, nicht weinen. Das bringt uns nicht weiter. Du weißt, dass ich dich liebe, ja?
Und der Priester meint, ich werde gar nichts fühlen. Oh Mann, ja, wir müssen immer im Hinterkopf... Mir wird denn gleich den Kopf verlieren. Hinterkopf, habe ich gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier im Todestrakt, ne? Halt, was war das? Um Gegenstände zu verschieben und wegzuziehen, drücken und halten sie... Ach so, das ist für das da. If there is a God, then why has he let me die? Wenn es einen Gott gibt, warum hat er mich sterben lassen? Eine berechtigte Frage. Das ziehen wir mal von der Tür weg hier. Wir sollten echt nicht zu viele Batterien verbrauchen, weil es gibt später noch scheiße dunkle Bereiche, wo wir die wirklich brauchen. Deswegen mache ich die jetzt mal aus. Ich meine, so einen großen Unterschied macht es ja hier eh nicht. Okay. Ich kann euch hören. Das wisst ihr, ja? Was haben wir hier? Eine Kontrollstation. Ja, ich werde immer wieder mal auf die Karte gucken. Toll wäre es natürlich, wenn wir hier ins Foyer kämen. Dann könnten wir uns nämlich hier verpissen. Aber so einfach wird das Spiel uns das nicht machen. Die Tür ist offen und irgendwas Großes läuft darum. Ich will da nicht lang. Gehen wir mal hier rein. Gibt es Licht? Gibt es Lichtschalter? Licht. Oh Gott, es gibt kein Licht. Na gut, ist ja nicht so weit hier. Dafür gibt es hier Licht, oder? Es gibt kein Licht. Wieso gibt es kein Licht hier? Was soll der Scheiß? Ach, scheiße, volle Gesundheit. So. Zack, nehmen wir mit. Natürlich. 99 Schuss sind, glaube ich, das Maximum. Und es ist immer interessant, sich hier... warum geht denn das alles kaputt? Da sitzt einer. Da sitzt einer auf dem elektrischen Stuhl. Boah. Hey, Gänsehaut pur. Das ist so genial gemacht alles. Und da schleicht er sich von hinten an. Wenn man das Knistern hört, obwohl diese Videos eigentlich keinen... Ja, da ist er weg. Obwohl die Videos eigentlich gar keinen Ton haben, ne? Und wir hören halt dieses Knistern, weil es da direkt hinter uns ist. Das ist... es ist einfach genial. Ja, wer der Kerl eben war, oder was der Kerl eben war, da ist Licht. Lichtschalter. Das werden wir tatsächlich noch erfahren. Mag, dass es aufhört. Da war er schon wieder. Lasset gesagt sein, sein Name ist Horace. Damit ich nicht immer der Typ am elektrischen Stuhl sagen muss. Also Horace heißt der Kerl. Wer Horace ist, werden wir später noch erfahren. Geht's jetzt hier lang weiter, oder? Beim elektrischen Stuhl. Ich meine, eigentlich ist es ja scheißegal, weil wenn wir hier rechts im Gang abbiegen, also da quasi, dann kommen wir ja da eh wieder hin, in die Kammer E. Also kann man genauso gut hier bleiben. Ja. Ich hab euch gehört. Wir sind hier nicht alleine. Wo sind die Penner? Alter, wo seid ihr? Ich hab Batterien für die Taschenlampe, das ist schon mal sehr gut. Dann schmeißt man die nämlich mal wieder an. Wo seid ihr? Auf dem Klo? Und wieder dieses Atemgeräusch. Das ist total verstörend. Das macht mich fertig.
Ein sauberes Klo in einem Gefängnis. Das macht mich auch fertig. Das ist Wahnsinn. Okay, halt was? Drücken und ziehen, warum? Auf jeden Fall, wir kommen nicht zum elektrischen Stuhl zurück, zu diesem Besucherraum, weil da alles eingestürzt ist. Ach so, warte mal. Ach, gedrückt halten. So, kämen wir da jetzt noch vorbei? Nein. Würde er so blockieren? Ja. Dass die Tür hier nicht zugeht, wisst ihr? Dass wir uns hier quasi den Weg frei halten können, wenn wir auf den Schalter da drücken. Karte von Carnet Island. Das ist sehr nett, dass wir die hier einfach durch das Fenster uns aneignen konnten. Ich würde sagen, wir werfen einen kurzen Blick auf die Karte. So sieht diese Insel aus. Hier ist die riesige Strafanstalt. Hier im Westen ist der Steinbruch. Da unten ist der Friedhof. Ja, direkt nebenan ist das Fort, der Leuchtturm und so ein paar Baracken für die Angestellten und natürlich die Docks. Ja, und wir haben ja noch eine Archivseite erhalten. Die lesen wir natürlich auch noch schnell. Die Insel. Carnet Island ist ungefähr 5 Kilometer breit und liegt etwa 16 Kilometer vor der Küste Marylands. Neben den zahlreichen Bauten gibt es auf Carnet Island auch ein System labyrinthartiger Naturhöhlen, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. In meinen Nachforschungen habe ich von der dunklen und beunruhigenden Geschichte dieser Insel erfahren. Auch wenn das vielleicht ein wenig komisch klingt. Carnet scheint das Schlimmste und Böseste aus den Menschen hervorzubringen, die den Fehler machen, hierher zu kommen. Und deswegen bin ich so super toll gelaunt und lese das hier mit einer super Laune vor. Menschliche Übersetzung halt, ne? Deutsche Übersetzung, wollte ich sagen. Das ist halt so. Gut, bevor wir hier so richtig die Kacke zum Dampfen bringen, würde ich sagen, machen wir einen Schnitt, machen wir ein Folgenende und sehen uns das nächste Mal wieder in The Suffering.